Ich gebe dem Schein, wenn ich im Spiel bin. Passt. Wenn mir dauert es erwartungsgemäß immer ein bisschen länger. Jo. Du bist bestimmt schon drin, oder? Ja, ja. Ja, bei mir labert er noch. Na, trink ihn nochmal schnell einen Schluck. Tu das, tu das. Jetzt ist noch wieder Wetter, wo man mehr Durst hat. Ich glaube, wir haben 24 Grad, 25 Grad. Kann ich das beantworten? Ich meine, es ist so warm, ist glaube ich nicht. 23, oh, okay. Wir haben eher vom Gefühl her, wir haben keinen Thermometer draußen. Okay. Was auf dem Gefühl her. Hast du deine Schatten ausgeschaltet? Ja, ich habe es jetzt glaube ich nicht ausgeschaltet, weil ich jetzt letztes Mal auch nicht ausgeschaltet. Ich glaube es war, weil ich den Codec von OBS über was anderes habe laufen lassen, oder habe ich sie doch ausgeschaltet? Warte mal. Erweiterte Optionen. Schatten sind an. Ich bin riskant unterwegs heute. So, ich bin im Spiel. Passt. So, dann würde ich sagen, ich starte mal meine Aufnahme schnell. Jo. Ja, hallo da draußen, recht herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Multiplayer-Stream-Debakel mit dem bösen Gummibaum. Grüß dich. Servus. So, warum Debakel? So ja, schlimm ist doch alles nicht. Ich meine, technisch. Ich habe jetzt auf jeden Fall beschlossen, ich werde heute mit den. Ja. Jetzt weiß ich nicht, Phönizier. Der Boote aufwischen. Wäre so mein Plan für heute. Der hört sich gut an. Ich habe gerade einen großen General bekommen. Apropos Sachen aufwischen. So. Wieso bin ich jetzt wieder auf nächste Runde? Ich weiß nicht, ich kann Sachen machen, bei mir ist das normal. Oh, wir haben einen militärischen Notfall gegen dich. Das geht nicht. Ja, verteidigt Ottawa, muss ich noch 10 Runden lang machen, dann kriege ich endlich mal wieder ein bisschen Geld. Ich glaube, ich brauche eindeutig mehr Spione, hä? Goddammit. Welche Richtung gehst du jetzt gerade in der Forschung? Ich bin gerade gleich bei fortgeschrittener Luftfahrt. Bist du jetzt gleich, wie lange brauchst du da? Eine Runde. Okay, dann nehme ich das jetzt nämlich auch. Weil ich brauche nämlich 4 und dann müsste es in der nächsten Runde auch fertig sein. Voll. Und dann werde ich wahrscheinlich Richtung Maschinengewehr gehen, glaube ich. Fortgeschrittene Ballistik. Und ihr repelliert in einer Runde hier. Das ist nicht ganz so toll. Hey, die Golden Gate Bridge, was macht die? Die gibt einen. Die ist neu, ja. Nee, nicht Golden Gate Bridge. Ich hab's jetzt verwechselt mit der Freiheitsstatue. Die gibt einen Siegpunkt. Ah, ich kann sie zwischen. Über ein Meer zwischen zwei. Ja, ja. Interesting. So, jetzt muss ich mal meinen Panzer. Ne, der wird automatisch rausgeschossen, der Panzer, gell, wenn die Stadt rebelliert. Ich will den, glaube ich, trotzdem daher haben. Wegen dem Lager. Artillerie, Feldkanone steht auch da. Ihr müsst mal noch heilen. Das wollen wir nicht wirklich machen, aber. Geht hier einfach schneller, ihr heilt einfach mal hier. Ne, du gehst auch ein bisschen zurück wegen der Panzerabwehrmannschaft. Ich habe noch gar keine Armee, ich habe noch Korpse. Sehe ich gerade. Ja, dachte, ich habe schon Armeen. Warte mal. Oh, ich habe schon Armeen. Ja, wow. Wieso stehen dann hier nirgendwo Armeen rum? Also ach, ich stimmt, aber letztes Mal schon wieder diese blöde Vulkan, das Buch, wo man alles kaputt gemacht hat noch, gell? Ja, ja. Genau, ich wollte mir die Artillerie dafür kaufen und dann konnte ich nicht, weil alle gemein sind zu mir. So war das. Ja, die machen nur 73 Gold plus. Ja, das bringt mir nichts, das ist ja alles nur eine Lüge. Das ist ja nur eine Illusion, diese plus 158 Gold da oben. Ich glaube, ich baue mal einen Flugplatz. Ja, die sind nett. Anfrage. Was? Das ist ja geil.
Ich war neulich, ich habe den noch nicht von wie heißt er, den Kupe? Von dem Maori? Wenn er eine Freundschaft anbietet, sagt er, es gibt gewiss schlimmere Menschen auf dieser Welt als euch. Habt ihr etwas dagegen, wenn ich den anderen verkünde, dass ihr kein Volltrottel seid? Sehr nett. So, was machst du? Ein Spion. Spion wäre doch gut. Du machst... Oh, das Arsenal von Venedig gibt's auch noch. Ja. Oder bei das Kohlekraftwerk. Du so viele Wunder bauen, wenn man mit seinem Geld Einheiten bauen könnte und sein nicht einfach weggeklaut werden würde. Cardiff. Alle mit 5. Das heißt, du musst hier nochmal einen Skandal erfinden. Ah, stimmt, da war das blöde Barbarenlager da unten. Hey, Moment mal. Der Mansa. Ist gar nicht mit mir befreundet. Was macht denn der für Dinge? Mannschaft zu kämpfen. Sehr schön. Ich wollte nichts bitten. Nächste Runde. So. Schauen wir mal, was passiert. Finanziell bloß noch 4 Städte. Hey, ist da gerade wer gestorben? Nein, meine Einheiten sterben nicht, so funktioniert das nicht. Ah, jetzt habe ich wieder minus 14 Gold pro Runde. Und jetzt ist. 69, ich habe auch 5 Gold verloren pro Runde gerade. Ich habe 172 Gold pro Runde verloren gerade. So, ich bin auf jeden Fall jetzt Cardiff wieder so rein. Das heißt, es wird sich jetzt schon wieder eine Einheit auflösen bei mir? Das ist jetzt wirklich gleich problematisch langsam. Wie viel Geld hast du denn? Wieder 0. Mit minus 14 jetzt. Kannst du mir vielleicht kurz 15 Gold geben, damit sich keine Einheit auflöst? Unterwegs. Perfekt, danke. Es hat sich jetzt schon 2 aufgelöst? Oder war das von... Oh mein Gott, ich hoffe, das war von... Ich glaub's aber nicht. Ja, ich weiß nicht, wieso ich kein Geld habe. Es ist, also ich weiß schon, aber ich kann leider nichts dagegen tun gerade. Aber jetzt hast du ja 1000 Gold gekriegt. Holy shit, wieso? Das ist, ich wette mit dir, das ist in einer Runde weg. Also ich habe jetzt über 4000 Gold gehabt gerade. Danke dir. Bitte für das Spiel gemeinsam. Kann ich noch ein Spion bauen? Nein, okay. Bauen wir mal eine Börse, auch wenn das glaube ich nicht das Problem ist. Oh, minus 22 Loyalität, du bist schon wieder. Du bist schon wieder gleich weg dann. Habe ich da jetzt irgendwo einen Spion actually? Okay, im Buddha. So, du bist jetzt auch Armee, weil es mir sehr angenehm ist. Da war nochmal ein Kriegsschiff baut. Das ist ja mal nett. Schade, ich habe ihn noch nicht geschossen gehabt. Schade. U-Boot nur 2 Reichweite hat. Ja, das ist natürlich tragisch. Oh. Weißt du, jetzt steht der Araber da unten noch mit seiner scheiß Panzerabwehrmannschaft, ne? Was denn? Oh, was für ein Sackgesicht-Spiel. Es hat meinen Luftballon aufgelöst. Oh. Ja, dann kauft er halt einen. Warte, ich geb dir nochmal 500 Gold, dann kannst du einen kaufen. Warte mal, ich behalte es lieber dabei. Wie viel? Ah, hat er da 10 unten da. Wie viel kostet der? 27, glaube ich. Ja, 84 ist fast schon. Ich habe einfach reingekauft. Aber ich habe dann nochmal 700 Gold geschickt.
Okay, ich versuche dich zurückzubezahlen, sobald ich nicht mehr von allen Seiten. Ja, alles werde. Gut. Du machst eine Arena. Was machst du? Ich glaube, du könntest schon mal ganz dringend einen Handwerker brauchen hier. Du reparierst mal deine Stadtmauer. Oh, wie war es mit der Loyalität? In die Stadt rein oder von der Stadt weg? Was? Loyalitätsprobleme mit Händler. In die Stadt rein oder von der Stadt raus? Ich weiß, ich glaube, es ist egal. Ist egal, okay. Bin mal jetzt gespannt, wie viel Gold ich nächste Runde noch habe. Also wäre schon recht, wenn ihr nicht die 1000 verdattelt hättest. Du, so wie es bisher war? Keine Ahnung. Mal schauen, wie viel ich verliere. Oh, ich könnte zur Drohne verbessern. Schau also 200 habe ich glaube ich schon mal in einer Runde verloren, keine Ahnung. Ich hatte jetzt schon lange nicht mehr 1220. Ganz neues Gefühl. Schicke einfach mal alles nach Ayanok. Vielleicht bringt sie was, was ihr einen Händler vorher braucht. Jo, lass meinen Panzer in Ruhe. Okay, 200 pro Runde verliere ich gerade. Egal, was oben steht, glaube ich langsam. Wir müssen ja mal irgendwas machen gegen die da. Willkommen in Goldens. Das ist doch mal nett, das Wissen für eine Ausrichtung eigentlich. Also Wahlrecht, ich Trottel. Wäre mal eine gute Idee. Oder. Ja, ich brauche 129 für Goldenes und habe 134. Du brauchst aber viel mehr als ich, das ist lustig. Ich brauche nur 113. 112. Ja, vielleicht habe ich vorher schon mehr. Ja, genau. Was bringt denn der Faschismus so? Na, schaut eigentlich eh nett aus. Ich meine, 15% Rabatt ist aber auch ziemlich gut. Brauche ich 4 Militärkarten zu fahren? Nicht wirklich, ja. Not really, no. Na, dann gehen wir vielleicht doch Richtung Demokratie. Du hast gemeint, du bist kommunistisch, gell? Kauf mir noch schnell Artillerie. Oder? Hast du nicht gemeint, du bist kommunistisch? Oh Gott, das weiß ich nicht mehr, das ist schon lange her. Hydroelektrischer Staudamm. Sonst keine Dope. Oh mein. Also du müsst jetzt Kraftwerke bauen. Krieg ich nicht überall Öl? Ich glaube, ich kriege überall Öl. Wegen diesem. Ja, wegen dem Wettbewerb doch. Ja, genau. Ich brauche aber nicht auch anders Zeug. Du bist zweite Woche noch. Genau. 50 diplomatische Gunst kriegst du noch. Bei der Weltausstellung. Ah, okay. Ich bin schon? Ah ja. Du kriegst Öl und ich krieg Uran. Zwei Ausrichtungsbohne bekomme ich auch noch. Da kommt man sein Musa mit dem Siedler da unten. Was will der da unten jetzt? Mit der Echtchen zwischen Neisiedler noch. Du kannst mal einen Husar bauen für den Moment. Fluchtweg zu Fuß, ich brauch dich jetzt zu Hause. Bam, 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 bam. Ich soll dir fast einen Siedler kaufen, dazwischen ein Siedler noch, oder? Wo ist denn da ein Siedler? Bei Nazca, im Stadtstaat. Ah, da. Weil dazwischen Ayanok und Atawayalaya. Da wäre noch Siedlungsgebiet. Frage ich, will ich den
da reinlassen, aber der kann mich sicher bestimmt halten, wenn der da reinsiedelt, hundertprozentig. Die haben nie Loyalitätsprobleme. Ja, wahrscheinlich kann er sie halten. Weil er vom großen Schwäbischen Reich umringt ist. Stimmt natürlich. Die KI schon mal, das soll man sagen. Einbauung angenommen. Jetzt bin ich mal gespannt, dass die Runde weitergeht. Mein Geld. Ich bin gleich soweit. Jojo. Ich bin eh noch selber nicht mal fertig. Achso, okay. Dachte, du wartest vielleicht schon auf mich. Na, ich hab's die Runde gemütlich angehen lassen. Hast du gewusst, dass ich eh länger brauche? Ah, guck, das ist ein Flugshafenbau, das ist schön. Hast du da? Ah, das soll ein Wald sein hier. Das soll nicht sein. Okay. Oh, Hochwassersperre. Dass der Vulkan überflutet wird, das wäre fatal. 1088. Egal was du machst, weil du haust in der Runde sowieso ab. Könnte aber eigentlich nochmal eine Bombarde kaufen, obwohl die wäre ich da unten besser zum Kaufen. Eine der Bombarde Artillerie meine ich. Dass ich in dem Panzer drin stehe. Ich habe gerade kurz überlegt, Litanei reinzunehmen, aber die zwei in der Realität, die reißen es auch nicht raus. Ja, manchmal bringt es halt, wenn es so ein bisschen verlangsamt, kann man schon die nächste Stadt holen. Ja, wir haben 13 Fallen, die meinte ich so nach der Zahn, der Bock auch nicht fett. Das ist natürlich korrekt. Servus. Weltkongress. Oh, die Position dieses Gebäudes echten. Mhm. Muss man also dann die Gebäude dieses Typs. Ich bin für 50% Reduktion für Ölkraftwerk, weil ich baue gerade eins. Okay. 100%, aber ich habe ja nirgendwo für. Na, du schickst ich habe übrigens ein Ding, was man hinschicken kann. Ja, ich auch nicht. Ich wollte es jetzt. Kann ich das bitte wieder ändern? Danke. Stadtstaat, ich würde wieder sagen zu. Es ist eigentlich egal zu welchem. Ich würde sagen Militärstadtstaat. Okay. Oder? Ja, ist okay. Weil Vilnius wäre souverän und Cardiff wäre souverän. Ja, ich bin von nix souverän, mir ist es eigentlich ziemlich egal. Aber da ja, zählt eben bloß die Handelswege, die hingehen. Ja. 2 Diplomatie-Siegpunkte. Ich bin eher dafür, dass wir auf ihn den Stimmen das verliert. Sieht man irgendwo, wie viel sie haben? Ich wollte nicht so mit dem. Ja, die haben jeder einen, das ist uninteressant. Ah, gib mir wieder dahin. Also ich gebe mir 2. Okay, dann geben wir dir 2. Es hat das letzte Mal aber nicht geklappt. Ich weiß. Man kann es ja nochmal probieren. Tschö. Sure. Friedensnobelpreis. Oh, ja. Nee. Er wird eh angenommen, von dem her ist es egal. Ja, ich stimme gegen den Friedensnobelpreis, ich finde das schön. Mali hat einen Raumhafen gebaut. Ja. Ölkraftwerk wird geächtet. Ah, jetzt habe ich nur noch 70 Gold verloren, vielleicht jetzt langsam besser. Dann also Ölkraftwerk wird geächtet, gell? Geh, das heißt, ich darf es jetzt nicht mehr bauen. Oder was heißt es? Das heißt, glaube ich, ich darf es nicht mehr bauen. Was ist mit euch, Scheißkind? Christina kriegt 2. So unnötig. Die Pumpe. Der Händler. Jeans. Diplomatie, ja, ich habe halt bloß 5 diplomatische Gunst. Das ist ein bisschen schlecht. Nein, wir machen keinen Frieden. Dann an Seite, vielleicht müssen wir ihn nur nochmal Frieden machen. Kulturelle Allianz brauche ich eigentlich mit dem anderen, nicht mit dir, mein Freund. By the way. Madut. Machen wir kulturelle Vorschläge annehmen. Da kann man, was kann man mit dir machen? Ja, ich meine, wurscht, dann machen wir die militärische.
Wirklich, ich muss dir Geld geben für eine militärische Allianz. Das glaube ich auch, Tim. Das glaube ich auch. So, Panzer-Armee bauen. Dauert 18 Runden. Aber dann hätten wir halt den Panzer-Armee. Ah, du kannst von da aus nicht sterben. Bist du auf dem Hügel? Ah, du Ekel. Ich will wieder damit killen. Komm ich auf keinen grünen Zweig. Ich meine, ich könnte hier mal so wegkillen. Aber dann stirbt vielleicht mein armes kleines Panzerkörbchen hier. Das wäre natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Maori Gräfin. Vilnius an. Sind wir auch nicht gefallen, da wäre ich eigentlich souverän. So ein bisschen mehr Kultur. Wie sehen wir denn überhaupt aus? Salazar, es ist schrecklich. Naja, dank dir führen wir in Kultur und Wissenschaft auf jeden Fall. Ja, wir müssen ja alle erobern. Ja, ja, schon. Aber Christina hat zum Beispiel schon Raketentechnik erforscht und baut im Erdsatellit gerade. Ja, ich weiß, ich muss da gleich rüber. Suleiman ist auch dabei. Also das sind ja nicht in einer Verbindung, gell? Nee. Wir müssen ein bisschen speedy. Ich schicke jetzt mal einer zu dir, da werden sie wieder geplündert, gell? Ja, Christina und Wilfried, die haben vier Diplomatiepunkte, aber das sind ja beide. Also Wilfried ist eh fast weg. Ja, wobei er gerade wehrt sich leider doch. Wie soll man sagen, stur. Obwohl die militärisch eigentlich relativ schwach sind, beide. Ja, aber er kommt die ganze Zeit her mit seinen Feldkanonenarmeen. Die sind dann. Muss man halt kaputt machen und da komme ich nicht dazu, seine Städte zu beschießen. Es ist auch nicht besonders ein Vorteil, dass sich gerade rundenlang Militäreinheiten bei mir aufgelöst haben. Wegen dem das Camp. Ist natürlich richtig. Komplex repariert. Mir ist immer eben nur am Reparieren, weil immer alles kaputt ist bei mir. Die Vulkane da. Du hast einmal eine Hochwassersperre als erstes jetzt auch schon mal. Du Universität 999 Runden. Ah ja. Dafür brauchst du gar keine Verbesserungen mehr auf die Felder zu bauen, weil sie eh schon von selbst. Insane. Das ist richtig, aber es ist trotzdem irgendwann nervig. Na, das verstehe ich. Und da und alles kaputt ist. Du bist alles Hügel und du bist Dschungel, das heißt, ich lass dich kommen. Du hast da noch nicht einmal. Doch, da hättest du eine Stadt gemacht. Noch zwei Runden. Mal schauen, wie sich jetzt das Geld verändert. Ich muss mal stehen, weil sonst muss ich eben das Blatt machen für die Panzerabwehrmannschaften. Du heilst nicht, du kriegst eh Beförderung. Schwere Kavallerieabwehr. Jetzt ist er wenigstens so nett und stellt sich neben mir mit dem Dingsi. Geht fleißig weiter runter, mein Gold. Jetzt sind wir auf 900. Ungeheuerlicher Vulkanausbruch. Na gut, Banda Brunei ist auch mal eine Stadtstaat gewesen. Der Kanadier, der Kriegstreiber, der Elendige. Kavallerie jetzt vorgehen, dann ist sie tot. Muss ich erstmal heilen.
Jetzt. So, warte mal, ich halte schlecht, ist das meine Internetverbindung? Das kurz also ich merke bei mir jetzt gerade nichts. Jetzt habe ich dich wieder gut gehört. Okay. Dann aber auch zu funktionieren bei mir. Ja, okay, na egal. Du hast kurz nur, weißt du, so robotermäßig geklungen. Ja, du bei mir auch. Ja, jetzt wieder. Shit. Ah, ich meine, sonst geht alles bei mir. Also ist nicht so schlimm. Aber der jetzt bloß 27 Gold plus. Du hast nur 27 Gold plus gerade? Weil ich habe 188, aber es bringt halt. Ich bin nicht verstanden. Verstehe ich leider nicht. Wie du mich hörst, aber. Also ja, du hörst mich glaube ich auch nicht. Okay, wir hören uns gegenseitig nicht. So wie ich das sehe, mein Stream läuft, aber ich glaube nicht, dass es an mir liegt, ehrlich gesagt. Na gut. Ah, na wobei, doch. Genau. Jetzt wird's wieder besser. Ja, jetzt ist es gerade besser. Ja, es ist so lustig. Ich habe plus 181 Gold pro Runde und verliere 70 Gold pro Runde. Moment, der Musa hat das Ding halt abgeschlossen, statt abgeschlossen, das Element. Ja, es ist, wir haben es eigentlich eilig, aber das Goldproblem ist wirklich ein bisschen nervig. Wenn vielleicht, wenn ich die Bombe habe aus meiner Hauptstadt, kann ich mit dem einzelnen Panzer da unten und den Kanönchen tatsächlich irgendwas erreichen? Okay, das Doppelschuss bekommen, das ist nett. Okay, Pest. Spione mehr kann ich nicht bauen, hä? Das Problem ist halt auch, wenn es vom Clown kommt. Ich habe natürlich viel mehr Handelszentren, als ich Spione haben kann. Also ich weiß nicht genau, wie ich das komplett verhindern soll. Das ist ein wenig ein Ding der Möglichkeit. Bin ich voll vergessen. Ich nehme mal die Bank hier. Ach, ich bin schon wieder in drei Runden. Ah, gut, das nervt. Jetzt haben wir minus 22 Realität. Das geht so langsam los hier. Ah, so viel Roboter. Ich bin der Roboter. Ja, oder auch. Warte, gibt's nicht in einem Chat eigentlich, so für einen Notfall? Kommt man in den Chat? Ich bin noch Multiplayer, das soll es hier nur einen Chat geben. Ah, da, okay. Ja, das ist richtig, im Notfall geht's auch hier. Ja, jetzt zeig ich dich wieder. So. Was machst du? Du brauchst, glaub, auch mal schon einen Handwerker. Ja, das habe ich schon einmal gemacht. Und du hast einen Handwerker gebaut. Hm, was machst du?
noch mehr Einheiten bei uns. Was geht's mal wie dir? Angst, dass ich auch voll abrutsch gerade. Ich weiß nicht warum. Es liegt nicht an den Einheiten, es liegt am Clan. Ich mache ja plus eigentlich. Plus unglaublich viel. Ja, ich habe jetzt noch plus 14. Ich habe jetzt gerade schon wieder 10 Gold pro Runde verloren. Und du weißt nicht wohin, warum, weshalb. Ja, ich meine, es kann schon Einheiten sein, falls du sie abgegradet hast oder, nee, oder so. Oder mehr hast. Oder kann auch einfach gerade das Handelswege abgelaufen sein. Das kann ich auch so, ja. Ich hab's ihm zwar versprochen, aber ich muss trotzdem wieder zum Mann sein, wo ich brauche Geld. An der Boden 2 runter, der Erzsattel ist dann auch fertig, an seinem Musa. Ja, ich muss da unten hin, dann eine große Offensive machen. Das kommt, ich muss jetzt Christina und ich glaube, dann müssen wir uns leider gegen unsere Freunde richten. Und du kümmerst dich um Phönizien und den guten Süleyman. Okay. Und dann muss ich in Kanada halbwegs fertig werden. Also muss ich irgendwann aufhören, Geld zu verlieren pro Runde, weil sonst geht's eh nicht, weil sich alle meine Einheiten. So, ja, ich glaube, die Handelswege, weil die Stadt rebelliert, das sind natürlich abbrochen war jetzt. Ja, okay. Ich würde gern zu dir hochgehen. Sansibar. Ich weiß nicht, ob die wirklich geplündert werden, weil wir haben. Schau mal, zwischen uns ist eigentlich nur Cardiff und Kauhika und so. Aber der kriegt nämlich 20 Gold, 24 Gold, wenn ich nach Buda gehe. Ich glaube, ich schicke eh welche nach dir. Kann das sein? Habe ich welche zu dir? Warte mal, Handelswegübersicht. Ja, ich schicke 2 schon zu dir. Die sind okay. Bisher nicht tot, zumindest. Dann traue ich mich doch einmal. Ich meine, wir könnten auch irgendwann eine Marinepräsenz aufbauen. Wobei, es wird sich irgendwann erledigt haben, sobald ich Karlstadt eingenommen habe. Ne, ich habe ja Marine. Ich hab Kriegsschiff, ich hab U-Boot. Ihr Armada. Und ich erforsche jetzt gerade noch Atomoboot. Könnt ihr ihn noch upgraden? Da finden wir nochmal einen Skandal, dass wir so zu rennen vielleicht. So, jetzt haben wir noch fast 2 Städte, zumindest mal Stadtmauer weg. Ich freue mich jetzt echt, wie lange das noch dauert, dass das Geld immer weniger wird, statt mehr. Es wäre irgendwie nett, wenn es dafür eine Anzeige gäbe. Irgendwas. Jetzt sind wir fast gleich geblieben. Okay, ich glaube, es ist langsam. Langsam renkt sich's ein. Ihr müsst euch zusammen tun. Aber ich glaube, wir müssen zuerst noch schnell die Stadt gehen. Ich bin im Heldenzeitalter. Aha. Heldenzeitalter, nice. Ja, du auch? Ich dachte, ich bin in einem goldenen normalen. Im Heldenzeitalter. Genauso wie mein Samusa und der Süleyman. Was, war ich in einem dunklen? Das sah aber nicht noch. Ah ja, stimmt. Das sah aber und Kanada ist immer dunkler und Phönizien ist auch immer dunkler. Sehr gut. 15% Produktion für Himmel und Sterne, absolut auch. Und Leibwächter der Lügen, yes, alles. Her damit. Okay, als nächstes machen wir. Was nimmst du? Ich habe das Kriegs... Also, du das mit dem Tourismus, oder? Ja, ich habe zu den Waffen, und es bringt mir auch alles was, weil ich baue auch gerade Bomber. Also bringt doch zu den Sternen. Habe ich auch vor. Das macht alles Sinn. Könnte ich... Einnehmen? Nein, okay. Nächste Runde. Oh, die Runde. Geht's denn aus? Wie schauen wir hier aus? Bedeutender Sieg. Na, fast geht's ja, aus. Mit wie viel von diesen Dingern stehst du hier rum? Der hat ja Unmengen an Feldkanonenarmeen hier. Das ist schon fast beeindruckend. Geschossen Artillerie. Du kannst eigentlich gleich nochmal eine Artillerie bauen. Yes! Was passiert? Tyros eingenommen. Nice, Gratulation. Dürfte ihn also langsam aber auch keine Loyalitätsprobleme mehr haben. Und ich hab's Kolosseum gekriegt. Aha. Naja, das stand da oben, oder? Ja, und Chichen Itza habe ich gekriegt und.
Wenn es viele schöne Sachen. Das traue ich mich jetzt aber halt doch nicht. Einheiten upgraden für Geld. Ich habe keine Loyalitätsprobleme in der Stadt. Obwohl ich sie gerade eingenommen habe. Nice. So. Sind wir noch 11 von 11, ist das? Okay, dann pen halt kurz hin jetzt eine Sekunde. Buddha. Ah, du bist wieder er. Wurde das gerade geplündert oder so? Nein, warte mal, du bist gar nicht er. Du bist der andere. Okay, wir haben einen im Handelszentrum in hier sitzen, oder? So, Karthago. Ich überlege gerade, ob ich Karthago nicht einfach befreie. Achso, das ist kaputt. Das ist... Karthago ist Militärstreitstadt, gell? Mhm, ich glaube ja. Das nächste Handelszentrum sich hier wahrscheinlich. Na guck, Schwabboy wurde von einer Naturkatastrophe heimgesucht. Wir sollten beim Wiederaufbau helfen. Das ist bei mir noch nicht angezeigt. Ja, genau. Dein Pex ist schon weg nach Pest, sorry. Sie haben wählen. So. Ich habe hier einen Haufen Tornados gerade. Okay. Ja, wenn du Freude dran hast. Heftige Gesundheit. Stadtstaaten, Kaisuk, viel Frieden wurde geschlossen. Gut. Das sollte ich echt was für dein echte Wohnviertel jetzt ernsthaft. Plus 6 hier, das ist doch nett. Ein ewiger Eis, das ist doch schön. Da freut sich jeder hier zu wohnen. So, Quelle für Altertum entdeckt. Neue Quest. Bare Außenposte. Ich sehe keinen. Ach, der Ober hat er gegründet. Und hat sofort Loyalitätsprobleme. Achso, dein Gang. Der ist mir. Ja, ich sehe es. Heftiges Unwetter, ja, bei dir. Ui, ja, schön. Ja. Guck mal, wie schön die aussehen. Schlecht, dass es bei dir ist, aber sieht schön aus. So, es freut mich, dass es dein ästhetisches Befinden befriedigt. Mich befriedigt vieles. Weil ich hoffe, vielleicht, weißt du was, ich hoffe, dass der blöden Spion in dem Handelszentrum war und dass jetzt alle von dem Tornado dahin gefegt wurden. So, lass mal ein Monument reparieren erstmal. Gesandte Schicke. Zäh wieder nichts mehr. Eieieiei. Ja, ich weiß nicht. Das wirst also, du selber diesmal. Geh ich mal da hoch, um einen Kitty dann zu holen. Du bist eine Drohne, du bleibst wo du bist. Du gehst zum Gummibaum. Ach, das war die Hauptstadt sogar von denen, Tyrus. Mhm. Uhu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 
Ach, du tust auch da ein bisschen rumkämpfen mit dir. Ich hab das Lager runtergebombt gehabt und habe einen Panzer reingesetzt. Und habe einen Panzer reingesetzt. Ja. Jetzt sagt es mir, Einheit getötet. Bei der Verteidigung wurde euer Panzer von einem schwedischen Stadtzentrum 0 Schaden besiegt. Bei Göteborg. Besagter Panzer hockt jetzt plötzlich im Buda. Mit halbem Leben. Kann es vielleicht sein, dass das, weil das Lager noch zu Göteborg gehört, dass du, sobald du Angriff, ähnlich wie ein großer General, einfach zurückkatapultiert wirst? Ja, aber nein, eingenommen habe ich es ja letzte Runde. Er ist halt drin gesessen, im Lager. Ja, du hast nur das Lager eingenommen, aber das Lager hat er weiterhin zur Stadt und weiterhin zu Göteborg. Aber früher konnten die ja drauf hocken und dann ist das Lager, hat sich nicht wieder regeneriert. Das weiß ich nicht. Ja, ich glaube, dass es eben sowas ist, aber das ist auch neu, auf alle Fälle. Genauso wie, dass man jede Runde Geld verliert, wenn man plus 202 Gold pro Runde macht. Könntest du... Alles neu. Ah, oh, das war jetzt aber echt blöd jetzt. Warum bist du vorgelaufen, du Depp? Muss ich mit dem Panzer auf eine Panzerabwehrmannschaft schießen, weil ich sonst tot bin. Ist unangenehm. Alles so schlecht und so böse und überhaupt und sowieso. So, ich glaube, ich gehe jetzt mit Kavallerie ein bisschen opfern. Aber die haben mit Kavallerie kann ja auch nichts dafür. Was kriege ich schon wieder? Ich kriege einen großen Abmaterial. Jo. Wer bist du? Okay. Ich würde euch ja alle gerne zu Maschinengewehre machen, aber ich kann nicht. So, meine Schiffe ziehen weiter nach Trabzon. Nach Trabzon. Ein bisschen zurück hier, der Suleiman. Du, was machst du jetzt? Händler. Du, ein Archäologe. Warum auch nicht? Du hast ja Zeit für sowas. Du machst so. Du reparierst erstmal die Stadtmauer. Ich habe ein Kriegsschiff. Ich habe 4. Ja, aber ich habe es gerade nur wegen dem Admiral bekommen. Ah, okay. Gar keins gebaut. Du machst. Wo ist denn jetzt mein Bambischen eigentlich? So eine Runde braucht es noch. Du machst erstmal schon Handwerker. Da ist ja gar nichts modernisiert da oben bei dir. So, und du gehst. Geh nach Pest. Bring aber keine mit. Mhm. Wo ist die Drohne? Nein. Nein. Oh, ich wollte nicht draufklicken. Jetzt wurde ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr beklaut. Und ich verliere immer noch jedes. Es ist so weird. Ich gehe mal nach Sivas und ein bisschen Raumhafen zerstören. Mach das. Kupe, was will Kupe von mir? Du willst 10 Eisen von mir? Dann gibst du mir 10 Aluminium, 8 Gold und 2 Gold pro Runde. Kann man mit einem Mann sowas verkaufen? Ja, sicher. Machen wir auf jeden Fall. Brauchst du eigentlich wieder Luxusgüter? Naja, ich meine, ich nehme sie immer gerne, aber ich kann dir Jeans geben, by the way. Okay. So, naja, haben, hey, bist du Kohle? Weil ich habe nicht so viel, ich habe bloß 4 Stück. 5. Das ist durchaus. Ich hab dir mal eine Vereinbarung geschickt. Ja, ist gut, ich muss hier gerade noch mit dem Mann so verhandeln. Die Kohle willst du denn überhaupt haben, in Wahrheit? Was verkaufst du ihm gerade? Kohle. Na, das wollte ich auch gerade machen, siehst du? Er zahlt aber eh nicht gut. Also, er will nicht so viel, habe ich das Gefühl. Er zahlt auch nichts für El. Er
Er ist gerade leider zu zufrieden mit der Welt, habe ich das Gefühl. Bezahlst du dafür? Okay. Ich meine, ich verliere 5 pro Runde, also gebe ich lieber meine diplomatische Gunst aus, solange ich sie habe. Ah, okay, dafür zahlt er ein bisschen was. Da muss ich nicht mehr die ganze dich anpumpen, wenn mein Gold runtergeht. Immer noch. Ich kann jetzt auch nichts mehr geben, mein Samus hat mich erwischt. Ja, nein, es geht, es ist immer noch weniger, aber es geht immer noch runter pro Runde. Hast du die Feierbahn angenommen von mir? Ja, warte, nein. Nee, ich habe sicher kein Geld für Mansa Musa. Notfälle. So weit kommt Ziel eines Wettbewerbs. Militärischer Notfall. Ich wäre voll der Jäger. Militärischer Notfall gegen wen? Gegen dich? Jo. Ich wäre dagegen. Ich bin doch lieb, ich mach doch nichts. Jetzt sind wieder 5000 Sachen passiert. Wieso ist das jetzt rot? Okay. Militärischer Notfall. Stadtstaatnotfall war auch noch. Abgelegen gegen mein Samusa. Und bei mir schaut nochmal war. Ups, hab ich gesehen. Warte mal, ist mein Gold gerade raufgegangen? Moment. Ein ganz neues Spiel, wenn das der Fall ist. Also Ölkraftwerke darf ich nicht machen. Ja, dann machen wir mal ein Atomkraftwerk oder wir scheißen, da macht dabei kurz drauf. Aber da habe ich jetzt keine Angst, dass mir die... Ah, guck, Doppelschuss. Du kannst da leider momentan gerade nicht raus. Die ist schlecht. Ich dir lieber mal eine Beförderung. Ist das schön im heroischen Zeitalter und einfach mal keine Loyalitätsprobleme zu haben. Ah, das ist nett. Stimme ich unumwunden zu. Du hast mal ein einzelnes Pänzchen. Ey, wie können wir mit dir da ein bisschen drauf schießen? Da haben wir eine Artillerie. Da muss ich nicht, da nicht mehr unbedingt eine Artillerie bauen. Moment. Da kannst du wenn und das wäre doch viel besser und viel schöner für alle gleich. Ah, nein, das kannst du nicht, hä? Kannst du einzelne Dingsies bauen? Na gut, dann können wir andere in einem Atelier. Nee, Dingsies, Bumsies kann er bauen. Na. No. Du haust mal ab und heilst dich. Du bleibst als Kanonenfutter einfach stehen. Da ist ein Bomber. So, der Bomber wird einmal hierhin versetzt. Da sieht man gleich viel mehr, ist ja nett. Oder hättest du eine Beförderung? Oh, der Bomber kriegt doch eigentlich auch eine Beförderung, oder? Bitte so, geh wieder hoch. Wenn du jetzt nächste Runde raufgehst, dann checken wir uns eine Berufsarmee und dann wird ein bisschen befördert und dann kann man endlich mal wieder richtig Krieg führen hier. So, wir sind jetzt aus in Cardiff. Ich glaube, du kriegst erstmal eine Beförderung, auf jeden Fall. Schiffmittel mit 2 Punkten mehr Erfahrung ab. Das ist gut, das können wir brauchen. Du heilst dich. Zieh dich aber ein bisschen zurück, heilst dich mal schnell, bis wir die Stadtmauer weg haben. Bleib schon mal einfach hier stehen. Du kriegst eine Beförderung. Finde ich auch sehr nett. So, ich kann hier wieder alles wegklicken. Unwetter klingt ab. Notfall verkündet. Punktorientierter Windkampf hat begonnen. Nein. Aber es gibt schon 116 Gold pro Runde.
Vorschlag ich glaub, ablehne. Ich meine, die Hauptschritte von ihm habe ich ja schon. Was will ich denn eigentlich noch alles holen? Will ich das überhaupt holen? Mir geht es halt auch darum, dass ich da irgendwie, ja, vielleicht lasse ich eure Stadt einfach, aber ich weiß auch nicht so genau. Ich glaube, die Stadt Biruta könnt ihr euch lassen, das ist mitten in der Wüste. Ich gehe sicher noch Banda Brunei befreien, weil. Geldstadt. Genau. Ja, eine Kleider. Skandal erfolgreich erfunden, wunderbar. Einheit mit Auszeichnung befördert. Wunderbar. Oh, Moment mal, da habe ich doch jetzt einen. Achso, das war der, den ich hier rumhocken hatte, oder? Oder steht jetzt noch irgendwo ein Händler? Ja, da steht noch irgendwo ein Händler. Ja, dann werden wir noch einen Handelsweg hier einführen. Nochmal zu dir. Na, jetzt tun wir auch mal wieder ein bisschen bei mir. Wetter klingt ab. Laufen. Deine Alright. Tornado ist weg. Was sieht es bei dir mit Kanada aus? Ja, es könnte dann wieder was weitergehen. Ja, okay. Okay, finally. Allianz abgelaufen. Permanente Küstenüberschwemmung. Oben bei der Brunei. Fern- und Kavallerieabwehr aus der Modernen. Das bringt aber genau gar nichts, weil ich baue ja nur Panzer und Artillerie gerade. Wie wär's mit der Allianz? Totaler Krieg. Wirtschaftsallianz, hä? Zwischen uns beiden? Ja. Ja, weil du immer Forschung machst beim anderen. Mach mal Wirtschafts. Ah ne, das bringt uns aber Geld. Ja, ja, ja. Jetzt, gerade ist, glaube ich, das Gold wird wieder kein Problem mehr sein. Ja, bei dir, bei mir aber nicht. Ich kann es dir wieder alles zurückgeben nachher. Also, wenn ich jetzt tatsächlich. Ach, jetzt weiß ich, was das war. Nice. Hm? Schau mal bei Chucuito. Oh mein Gott. Oberhalb von La Venta. Tatsächlich mal geschafft, ein Weltwunder zu bauen. Oh, du. Panama-Kanal. Ah, ja, ich seh's. Irgendwie geht der aber nirgendwo so wirklich hin, oder? Ja, macht doch nichts. Regionale Gebäude dieses Bezirks mit plus 2 Produktion. Die Reichweite der regionalen Gebäude dieses Bezirks ist im 3 Geländefeld erhöht. Dann nehme ich doch gern den großen Ingenieur. Mensa Musa, gibst mir einmal Partner für 10 Pferde? Ja, über Pferde bin ich eigentlich schon lange raus. Machen wir doch gern. So, da können wir vielleicht Kanone mal wegpumpen. Und dann machen wir. Also, du könntest jetzt eigentlich eine Artillerie. Du hast jetzt eine einzelne Artillerie gebaut. Du könntest eine Artillerie-Korps hinterher bauen. Na, warte, die eine Artillerie brauchen wir noch dafür. Naja, aber da bauen wir noch eine. Alright, ja genau. Okay. Artillerie-Korps. So. Artillerie-Armee da. Für diese gerne was bebomben und kann nichts wirklich kein bebomben. Wenn ich sehe. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich behalte Karthago einfach. Bomber machen Spaß. Da steht die Campus, ja, ich behalte. Achso, ich kann den gar nicht zurückgeben, Karthago. Ich gehöre keine Stadtstaat. Achso, naja, wenn Phönizien da ist, wahrscheinlich nicht. Macht irgendwie Sinn. Ja, nein, ich hatte das eh schon erledigt, meine Überlegung. Das ist eh schon erledigt. Wumms dich. Okie dokie. Na, was ist denn jetzt mit der Maus los? Gibt's so, Maus wir machen mal schnell. Atomunterseeboot. Oh, permanente Küstenüberschwemmung. Allianz abgelaufen, du hast es mir vorgeschlagen, oder? Nehme ich mal an. Der Manzer will eine Wirtschaftsallianz, aber du bist jetzt die Wirtschaftsallianz, oder? Ja, weil wir ja Handelswege zueinander schicken, ja, dann macht es eigentlich mehr Sinn. Ja, dann machen wir eine militärische mit dem Manzer. Wobei, nein, also das geht ja nicht. Weil auch einmal so behaupten. Ja, passt. So, was mache ich jetzt als nächstes? Wohin forschen wir weiter? Ich mache gerade in Raketentechnik und dann gehe ich Richtung Lenksysteme. Weiß nicht, ob ich vielleicht Chemie machen sollte jetzt erstmal. Danke für den Host, Anaholic. Servus. Hi, grüß dich, Anno.
Ja, ich mache zuerst Lenksysteme, dann werde ich Verbundwerkstoffe machen und dann Tarntechnologie für die ganzen Militärsachen. Du hast gemeint, du machst was? Computertechnologie, ja. Nee, Chemie. Achso, was? Du hast Chemie noch nicht? Nee, sehe ich gerade so. Oh, okay. Ja, ne, würde ich mal machen, für Forschungslabor. Ja. Und dann gehe ich wahrscheinlich weiter Richtung Lenksysteme. Joba, ich glaube, dann habe ich eh alles bis dahin. Da solltest du überall die Dings haben. Ja, da habe ich eh schon 10 Einheiten vor mir oder 10 Dinger vor mir. 10 Forschungsstationen. Ja, dann solltest du überall die... So, wo bin ich jetzt? Heurekas bekommen. Was gibt's denn da eigentlich? Diplomatische Gunst. Ne, du machst jetzt als erstes mal einen Handwerker, dass wir die kaputte Felder mal reparieren können. Und du machst... Maschinengewerke. Achso, wegen denen, ja. Ne, der Panama-Kanal bringt mir schon was hier. Weißt du warum? Warum? Weil ich hier in der Stadt jetzt Schiffe bauen kann, über den See und dann über die Küstenstadt raus ins Meer fahren. Könntest du auch einen Hafen in den See bauen, dann hättest du das gleiche? Ja, aber die haben noch keinen Einzugsbereich im See von der Stadt aus. Also mir das keine Stadt, kein Wunder, der nicht so wunderschön aussehen. Ja, okay. Ich halte die Begründung für etwas überzogen, aber hey, du kannst jetzt auch einfach in den See pissen, ohne dass du dich neben den See... Jetzt lass mich doch einfach jetzt gerade entdeckt, dass ich da Schiffe jetzt bauen kann. Mein Gott, ich wusste das vorher gar nicht. Ohne dass du dich neben den See stellen musst, ist auch toll. Ich wollte doch einfach nur einmal auch ein Wunder bauen. Es ist echt. Weißt, ich habe jetzt 4 oder 5 Wunder probiert und alle wurden mal sabotiert. Ja, du hast sie alle eingenommen. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ja, das ist eh die richtige Art und Weg, Wunder zu bauen. Also, zu bekommen. Das kann ja jeder. Du, das halte ich für ein Gerücht. Und es ist so einfach ohne Loyalitätsprobleme, das glaubst du gar nicht. Das ist einfach ein Träumchen. Jo, es ist sehr nett. Ich hätte es gerne in meinem Phönizien-Spiel. Aber wir wollen nicht über schreckliche Dinge reden. Ja, da hast du eh Betriebstemperatur gehabt, das habe ich schon gesehen. Wieso habe ich hier eigentlich nur einzelne Feldkanone stehen? Das weiß auch kein Mensch. So, du machst mal kurz Raketetechnik stören. Du. Oh. Meine Eisen noch repariere schnell. Das muss ich da aber nochmal schnell nachlesen. Regionalen Gebäude dieses Bezirkes. Das ist denn nur das Gebäude in der Stadt oder sind das alle von mir? Was? Bei dem Ingenieur? Ja. Na, dieses Bezirkes. Ne, regionale Gebäude. Also dieses Bezirkes, ja. Ja. Dann müsstest du eigentlich da hergehen, wenn da Winter eingesetzt wurde. Dann bleibst du unten weg, ein paar Barbare. Oh shit, ich habe ein Aluminiumproblem. Fuck, hast du zufällig überzähliges Aluminium rumliegen? Nee, weil ich auch gerade Bomben baue. Ich habe jetzt gerade 11 nur. Und ich sammle 0, ich habe noch kein Aluminium. Ja, ich habe auch kein Aluminium, ist das Problem. Oh, ich habe eine Flussüberschwemmung bei Buda. Siehst du Aluminium schon? Alles kaputt bei dir. Was wollt ihr für Aluminium? Warte mal, sehe ich schon alle? Doch, ich hab doch kein Aluminium irgendwo gesehen. Funkwesen, ja. Investieren nirgends so Aluminium oder bin ich blind? Doch, da ist Aluminium, aber da steht da gerade Farm drauf noch. Einmal. Ich hab leider allerdings so Aluminium. Das finde ich jetzt nicht sehr nett. Shit. 2 Aluminium, da käme ich auch hin. Aber
alles noch nicht angeschlossen, beziehungsweise auf dem einen Aluminium ist nur Farm drauf, da müsste ich erst umbauen. Also momentan habe ich noch kein Aluminium. Jetzt kommt nämlich in mich jemals holy shit. Bin ich blind? Ich sehe weder bei mir Aluminium noch bei meinen Nachbarn. War das da oben vielleicht irgendwo? Da ist Aluminium. Ich muss in die Faktum in die Stadt bauen. Jo, jetzt hat die Stadt auf einmal. Die hat gerade noch 60 gehabt, jetzt hat sie 105. Stadtstärke. So nett, wenn man sich so eine Ressource, nur eine Ressource anzeigen lassen könnte, irgendwie in hellrot. Wenn man sie nicht übersieht. Scheiße, der Südleimann kommt mit mechanischer Infanterie daher. Die macht ganz schön Aua. Das ist wirklich das einzige fucking Aluminium hier, glaube ich. Wir müssen jetzt wieder hin, da ist es. Ja, kommt jetzt einfach eine Stadt hin, das reicht. Die Frage ist nur, baut man sich hier jetzt schnell? Da baut man sich schnell ein Siedlerchen zusammen in einer Runde. Alright. Du hast eine einzige Artillerie gebaut, okay. Good for you. Dann kann die jetzt mal hier in Ruhe chillen. Du bist momentan undersupplied, könnte man sagen. Hatten irgendwer Aluminium? Jetzt hat Karthago hat auf jeden Fall Loyalitätsprobleme. Du hast 16 Aluminium. Okay. Interessant. Wie wäre es, wenn du mir 16 Aluminium gibst und ich gebe dir dafür ein bisschen Öl? Okay. Wie wäre es, wenn ich dir noch mehr Öl gebe und du gibst mir dafür Geld? Noch mehr Öl? Aha, okay. Mehr Öl bringt nichts. Alright. That's fine. Dann machen wir doch einfach das von vorher. Irgendwie 150 vielleicht? Fein. Ich will einfach uns neben Göteborg stellen, bitte. Oh, 9 Runden, aber endlich Kommunismus. Wollt aber eigentlich dir. Zuweisung. Tago, bitte. Und so, die machen jetzt natürlich auch alle mehr Schaden, sehr nett. Und dann gehst du nach Tyrus. Dann können wir lass mal noch mein Zettel vielleicht mal repariert werden. So. Ich habe schon wieder so viele Meldungen hier. Welche Beförderung? Und auch gern. Stadt benötigt Nahrung. Oh gut, Menge. Die große strategische Ressource vereinigt sich um 80%, aber beim Upgraden wird das dann wohl nicht der Fall sein. Oh Gott sei Dank hast du einen Doppelschuss. Puh. Bin schon so weit. Mondlandung, normale Mondlandung abgeschlossen. Okay, jetzt bringt's wieder was. Was ist jetzt gestorben? Warum ist jetzt was gestorben? Jo, Panzerabwehr. Armee. Was ist jetzt gestorben?
mein Kriegsschiff. Ja, da bin ich blöd nachgefahren, da war ich selber schuld.